Einen wunderschönen guten Tag. Wie man sieht, befinde ich mich schon wieder im nächsten Hotelzimmer. Weil ich zwischendurch gar nicht zu Hause war, nehme ich das Intro jetzt hier auf. Ich komme gerade frisch von meinen beiden ersten Pressecamps. Und das erste fand statt in Österreich, und zwar in Kärnten in der Region Villach, die da ein irres neues Konzept fürs Mountainbiken auf die Beine gestellt haben. Und zwar steht die Firma Lakebike dahinter, die super viele Trails in der Region Farkasee, Ossiacher See und in der Region Villach angelegt haben. Viele Naturtrails, viele Share-Trails, aber auch einfach tolle, super anfängerfreundliche Flowlines. Das Ganze relativ schnell selbst zu ertrampeln. Dadurch, dass ich am Anfang des Pressecamps etwas eingeschüchtert war, ich war noch niemals auf so einer Veranstaltung gewesen und stand da auf einmal neben einem Jasper Jauch, von dem ich bis jetzt nur Zuschauer war und durfte mit dem eine Woche lang Fahrrad fahren, habe ich es verpeilt, vor Ort Intros aufzunehmen. Deswegen holen wir das Ganze jetzt nach. Ich zeige euch, was ich da die Tage erlebt habe. Das hier ist das erste von zwei Videos, weil sonst wird es einfach zu lange. Zeig euch die Region, zeig euch die Trails und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, nach den ersten 150 Höhenmetern geht es auch schon los in den ersten Trail. Wir fahren den Copine Trail. 150 war das. Waren wir, ja. Claudi Wolf macht Instagram. Ja. Am Start. Muss man irgendwas wissen? Nein, wie gesagt, ist eigentlich locker fluckig zum Rollen. Dazwischen rennen ja immer ein paar kleine Hügel, da kann man drüber springen, kann man aber easy vorbeifahren. Also das ist jetzt ganz ein leichter Trailer mit dem Aufwärmen. Wie von Jasper eben so schön erwähnt, sind wir nach den ersten 150 Höhenmetern, wo mir relativ schnell klar wurde, es ist doch viel wärmer als gedacht. Und ein Pulli war definitiv übertrieben und befindet sich jetzt in meinem Rucksack. Auf den Copine Trail. Der Ganze war super spaßig, mit einem sehr griffigen Lehmboden. Nicht zu steil, aber auch nicht zu flach. Es gab einige Stellen, wo man ein bisschen abziehen konnte. Schöne Anliegerkurven. Perfekt zum Warmfahren. Wir hatten alle Riesenspaß dabei und haben uns anschließend dann wieder auf den nächsten Anstieg begeben zu einem Shared Trail. Kannst du die mit Klatschen aktivieren? Nee, ich synchronisiere die noch, weil ich Ton extern aufnehme. Ah. Weil du dann eine höhere Bitrate hast und dann kannst du mehr aus dem Zeug rausholen. Also die ganz leisen Geräusche hast du trotzdem drauf und die ganz lauten klippen noch nicht. Aber dann mit einem externen Programm oder? Mit einem externen Recorder quasi. Dann habe ich hier noch, dann kann dir das nachher mal zeigen, wenn ich das nicht verstehe. Ja, mach mal, weil ich bin da ja noch ganz. Den hatte es leider aber dann ein bisschen von Unwettern erwischt. Der ist ein bisschen von Unwettern erwischt worden. So, dass der untere Teil des Trails nach den Aufräumarbeiten vom Harvester nicht mehr als Trail zu identifizieren war, sondern eher als Forststraße. Zu bremsen hier. Ein bisschen. Geht eigentlich ganz gut, ne? Ich hab mir den Sack in die Eier gerammt. Vor unserer wohlverdienten Mittagspause ging es dann noch auf den sogenannten Flow Gardner Trail. Der ist ein riesiger Flow Trail, versteckt mitten in den Hang gebaut, mit wunderschönen Anliegerkurven, ein paar kleinen Doubles, oben einen großen Table, wo wir uns erstmal ein bisschen ausgetobt haben. Zieht sich dann lang runter, man kommt echt ins Schwitzen vom ganzen Pushen, Abziehen, aus der Kurve rausdrücken. Super spaßig, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi, jeder von uns hatte einen Mordsgaudi auf diesem Trail. Und nachdem wir unten angekommen waren, ging es dann auf die Hütte zu unserem wohlverdienten Mittagessen.
wo ich dann eine Kärntner Spezialität kennenlernen durfte, und zwar die sogenannten Karsnudeln, die ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann, der mal in der Region ist. Die Dinger sind wirklich unverschämt lecker und sollte man mal probiert haben. Ich könnte mich jetzt auch eine Stunde hinlegen, du. Ich werde nach dem Essen immer so müde, wenn ich irgendwas Fettiges esse. Ja, war vernünftiger. Oder man fängt halt nie an, nicht was Fettiges zu essen, dann bist du daran gewöhnt. Einfach immer durchgängig. Also immer durchgängig ungesund, dann verträgt dein Körper das auch. Genau. Wenn du einmal anfängst, das nicht mehr zu machen. Jeden Tag Bier trinken, dann kriegst du auch keinen Kater mehr. Ja. Gut, dann bist du halt Alkoholiker, aber hey. Aber ein Tod muss man sterben, ne? Du bist halt ein fetter Alkoholiker, aber du fühlst dich gut damit. So. Okay. Ich hab probiert, tote Mägel wegzuräumen. Ja, aber da ist ein bisschen. Ober zum Gas. Da vorne liegt eh noch was drin, gell? Ja, eben deswegen, da vorne. Ich hab so grob wie möglich rausgeräumt. Aber da vorne sind noch ein paar leichte Knüpfen. Also wir haben eine Sondergenehmigung, dass wir hier fahren dürfen, weil alles wird noch gesperrt. Aber damit wir den euch zeigen können. Ach du Scheiße! Du musst die Schwere. Champagner! Nach dem Mittagessen und den Weisheiten von uns zu dem sogenannten Mittagstief, wenn man zu fettig gegessen hat und das nicht gewöhnt ist, fuhren wir ein kurzes Stück einen weiteren Flowtrail, der allerdings noch nicht ganz frei war, und trampelten hoch zum sogenannten Blair Witch Trail, der, wie man sehen konnte, extra für uns eröffnet worden ist. Das war der erste schwarze Trail an dem Tag. Sehr eng, sehr technisch. Enge technische Trails sind ja nicht so ganz meins. Allerdings habe ich im späteren Verlauf der Reise einen goldenen Tipp von Jasper bekommen. Seitdem fällt mir das Ganze viel, viel leichter. Den werde ich später noch mit euch teilen. Trotzdem war der super spaßig und ging dann weiter über in einen Flowtrail unterhalb, der wieder den typischen Charakter der Flowtrails hier hatte, mit schönen Anliegerkurven, leichten Doubles, toll geshaped, sodass auch wieder für Anfänger bis Profi jeder Spaß darauf haben kann. Und das alles versteckt mitten im Wald, ohne dass man es sieht, und in einer herrlichen Kulisse, dass es wirklich sich lohnt, in diese Region zu kommen. Deswegen so, oder? Ja, genau. Hey, du musst der Wetter rollen. Nein, geh nicht um. Die Claudi, du bist so geil. Hat ja ein E-Bike, fährt auch hoch. Ach, da steht der Typ Flo. Oh, ich kann nicht treten. Sorry, hinter mir. Ach, alles gut. Da war ein Ast auf Kopfhöhe. Aber geil.
Flow-Trail fuhren wir wieder weiter auf technisch roten Trails, die, wenn man sie besser kennt, einfach nur Spaß machen. Es war ein bisschen, ich habe es für mich ein bisschen bereut, dass wir die Trails alle nur einmal gefahren sind, weil, wie bereits erwähnt, bin ich absolut nicht gut da drin, Trails blind zu fahren und fahren mir da immer einen unglaublichen Murks zusammen. Nichtsdestotrotz war es einfach spaßig, es war ein toller Trail und wenn man den ein paar Mal gefahren ist und sämtliche Punkte zum Abziehen kennen, kleine Spielereien links und rechts, weiß, wo die großen Kurven sind, die großen Stufen, wie man die anfahren muss, wird auch das einfach eine sehr lustige Angelegenheit sein. Man kann es vor mir sehen, die Jungs, die das ein bisschen besser machen, Jasper und Roman von Bucket Ride, wie das Ganze aussieht, wenn man weiß, was man tut auf diesem Trail. Wir sind dann weiter über noch einen weiteren Share Trail runter ins Tal gerollt. Dann ging es wieder zurück zum Hotel. Am Ende des Tages hatten wir 1000 Höhenmeter auf der Uhr. Die haben wir uns dann noch erstrampelt, die letzten 250, indem wir runter zum See gefahren sind und dann doch noch in den Farker See gesprungen sind, der ein herrlich blaues Wasser vorweist. Man nennt die ganze Region dort die Karibik Österreichs, was an der Farbe des Sees liegt. Was einen immer an die Bilder, die man so von Instagram und Co. von Bali etc. kennt, weil das Wasser genauso eine tiefblaue Farbe hat. Und ja, das war dann auch schon der erste Tag gewesen. Ich war fix und fertig, weil es war echt warm, super schönes Wetter, 1000 Höhenmeter. Ich bin jetzt nicht so die Ausdauerfee, die gerne viel trampelt, waren daher für mich schon echt anstrengend. Und am nächsten Tag ging es dann weiter zum Ossiacher See, wo wir weitere Trails gefahren sind. Die zeige ich euch dann aber im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aktiviert die Glocke, Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und seid gespannt auf die nächsten Videos, die jetzt folgen von meinem Lakebike-Trip. Und anschließend bin ich weiter nach Molveno gefahren, wo ich dann ein weiteres Pressecamp besuchen durfte.